Die Salamitaktik. Was zum ist das? Wikipedia definiert die Salamitaktik als Vorgehensweise, größere Ziele durch kleine Schritte oder Forderungen zu erreichen. Man überrumpelt also sein Gegenüber nicht mit einer riesigen Aufgabe, Forderung oder Idee, sondern unterteilt sie in kleine, leicht verdauliche Häppchen und serviert diese dann in sicheren Zeitabständen voneinander. Diese Taktik wurde von Zoltán Pfeiffer, einem ungarischen Politiker, bei den Wahlen in den 1950ern angewendet. Die kommunistische Partei übernahm so scheibchenweise immer mehr Macht. Das Wort wird in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet. Im Projektmanagement wird mit dem Begriff Salamitaktik die gute Möglichkeit beschrieben, großen Aufgaben ihren Schrecken zu nehmen, indem man sich die einzelnen Bestandteile der Aufgabe verdeutlicht und sie Scheibe für Scheibe abarbeitet. In der Politik, zum Beispiel bei Tarifverhandlungen, wird der Begriff meist ablehnend für den Verhandlungsstil derjenigen Verhandlungspartei verwendet, die an einer Veränderung der Verhältnisse im Sinne des erklärten Verhandlungsziels kein Interesse hat. In diesem Zusammenhang bezeichnet die Salamitaktik das Bestreben, bei der Suche nach einem Kompromiss immer nur minimale Zugeständnisse zu machen, um so die Verhandlungen in die Länge zu ziehen und dadurch den Gegner zu zermürben. Ja, falls ihr nichts davon verstanden habt, kein Problem, hier das Ganze nochmal. Man versucht also die Verhandlungen für den Gegner unerträglich zu machen, indem man nur ein wenig nachgibt und nicht wirklich an einem Kompromiss interessiert ist und so die Verhandlungen in die Länge zieht. Es kann sich aber auch um eine Taktik handeln, die problematische, unpopuläre Ziele über einen langen Zeitraum in kleinen, kaum wahrnehmbaren Schritten verwirklicht. Eine weitere Verwendung für die Salamitaktik beschreibt die Vorgehensweise, die Wahrheit nur scheibchenweise zu servieren. Eine in Bedrängnis geratene Person verrät nur so viel von ihrem rechtlichen oder moralischen Fehlverhalten, wie ihr bereits nachgewiesen werden kann oder wie sie es taktisch sinnvoll erachtet. Wenn man also das letzte Stück Kuchen genommen hat, auch wenn man schon 17 Stücke hatte, die fremden Menschen es aber nicht beweisen können, ist diese Taktik äußerst hilfreich. Hier habt ihr gerade einige harte Fakten in euer Gesicht bekommen, deshalb hier nochmal alles zusammengefasst. Wenn man einen Elefanten essen müsste, dann würde man diesen ja auch in kleine, essbare Teilchen zerschneiden, um ihn dann einfacher zu essen. Genauso sollte man es auch bei Projekten oder allgemein großen Aufgaben tun. Die Salamitaktik ist schon seit Jahrzehnten im Einsatz und hat auch ihren Erfolg mit sich gebracht. Die Taktik findet viele verschiedene Verwendungen in Spezialfällen wie auch im Alltag. Da wir in diesem Video noch keine Farben verwendet haben und unser Budget noch reicht, bekommt ihr hier ein bisschen Farbe. Danke fürs Zuschauen. More life.